ihn eigentlich ausfragen die ganze Zeit über seine Reise. Dann frag mal. Und nicht über seine Beschwerden. Musst du wieder so einen schweren Rucksack tragen oder hast du. Ja. Hast du ein Zelt dabei? Ja, hab ich auch dabei. Hast du dabei, okay. Also definitiv werde ich nach dem Projekt, das ist sogar noch wichtiger, nochmal zu dir kommen. Ja, gerne. In der Vorbereitungszeit hast du jeden Tag trainiert? Ja, wie gesagt, es gibt halt immer verschiedene Phasen. Ich trainiere nicht das ganze Jahr über und habe mich jetzt in den letzten Wochen nochmal einfach hochgefahren mit der Belastung. Und wie gesagt, mit der Erfahrung lernt man halt einfach seinen Körper so gut kennen, dass man das intuitiv immer machen kann. Mhm. Und ich habe keinen spezifischen Plan. Ich mache alles intuitiv, habe dann einfach jetzt die letzten Wochen ja natürlich die Kilometer, die Distanz immer hochgefahren. Und alles andere ist Kopfsache, ja. Da bin ich auf jeden Fall bereit. Es ist wie so ein Schalter, den ich umschalte, wenn es dann losgeht. Und das ist auch so, gerade bei dem, was ich tue, ich bereite mich ja nicht auf Tag X vor. Ja. Es ist jeden Tag, ich muss halt jeden Tag performen, darf mich aber nicht völlig verausgaben. Und das Training findet ja eigentlich auch während der Reise statt. Also der Körper gewöhnt sich ja irgendwann an die Belastung. Deswegen, also ich mache mich quasi während der Reise fit, während ich laufe. Ja, ich lasse mich ein bisschen verwöhnen, bevor ich ganz viel leiden werde in der Mongolei. Und die letzten Tage, bevor es losgeht, muss ich mich halt ein bisschen ausruhen, damit ich wenigstens mit frischen Beinen losstarte. Als er vor ein paar Wochen das letzte Mal hier war, habe ich schon mit ihm geredet und gefragt, was er während des Abenteuers oder Ultralauf, wie man es auch nennt, was er dafür für seine Regeneration getan hat. Und er hat gesagt, ja, sein Körper ist so sehr daran gewöhnt, dass er eigentlich nicht viel machen musste. Also deshalb den einzigen Tipp, den ich ihm vielleicht mitgegeben hätte, wäre, dass er guckt, dass er versucht sich. Aber was schwierig ist, aber darum geht es ja bei so einem Abenteuer. Also während der Reise? Während der Reise, ja. Während der Reise. Was willst du? Das Einzige, was halt geht, ist halt. Der Schlaf. Richtig. Mehr geht ja nicht. Ausgewogene Ernährung geht nicht. Ja, es ist einfach der Schlaf. Massagen gehen nicht, wenn du da irgendwo in den Bergen bist. Was willst du da machen? Und. Ja, Beine hochlegen hätte ich jetzt gesagt, aber ich glaube, der Schlaf hilft da ganz gut. Vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, keine Ahnung, dass du dir abends etwas unter die Beine legst, dass die wenigstens so ein bisschen hochliegen. Mal schauen, was ich finde. Ja, dass das Blut wieder runterfließen kann während der Nacht. Aber ansonsten schwierig. Also es ist ja Riesenland mit ganz wenig Bevölkerung und du hast ja da kilometerweit niemanden. Wie kommst du da an Nahrung? Gerade auf dieser Reise so sein, dass Javier und Lucia, die sind mobil unterwegs, um einfach zu filmen. Okay. Und da werde ich mich diesmal anders als jetzt meinen letzten Reisen mich zum Teil versorgen lassen, weil ich mich mehr auf den Lauf fokussieren möchte, als jeden Tag wieder irgendwie was finden zu müssen. Deswegen werde ich da zum Teil versorgen. Aber ganz oft wird es so sein, weil es nicht anders geht, dass ich dann trotzdem alleine bin. Und da muss ich auf jeden Fall was immer dabei haben. Also es hat mehrere positive Effekte. Wir haben zum Beispiel erstmal den Muskel in den Körper reingedrückt, um ihn zu lockern, um die Durchblutung anzuregen. Und jetzt ziehen wir an dem Muskel. Das heißt, dadurch ist der Effekt, dass der Muskel gelockert wird, noch viel höher. Und die Durchblutung wird dadurch noch besser. Und dann kann der Körper selber besser und einfacher regenerieren. Ich habe schon Gedanken gemacht, was du machen möchtest, wenn du wieder zurück bist. Oder das Erste, wenn du so aus der Wildnis, sag ich mal, nach 2 Wochen kommst und über 1000 Kilometer essen? Essen, muss ich essen. Was, so ein Köftespieß oder? Ohne Reden. Ohne Reden, selbstgezapften Ayran. Ja. Tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Yes. Okay, der war gut. Pass auf dich auf. Lass dich drücken. Komm zurück, ja. Ich bin gespannt auf das nächste Abenteuer. Hast du bestimmt auch schon Gedanken gemacht nach der Mongolei? Ich werde da viel Zeit haben in der Mongolei während dem Laufen, da komme ich wieder auf neue Ideen. Also schwer zu glauben, dass ich das hier vermissen werde, aber wenn ich dann lange im Nirgendwo bin, werde ich dran denken. Ich genieße diese Zeit auch, weil ich das auch schätze. Wann sind wir mal alleine, wenn man so sieht? Im Alltag sind wir immer von Menschen umgeben. Und das ist wie so eine Therapie für mich, wenn ich alleine bin. Ich reflektiere ganz viel, ich denke viel nach. Jetzt ist das noch, also es ist manchmal sehr aufregend, weil du bist oft unterwegs und bist flexibel, nicht ortsabhängig, aber manchmal
will man auch irgendwo ankommen oder sich zu Hause fühlen. Aber das tue ich auch, wenn ich in Bremen bin, bei meiner Familie. Also ich bin quasi auch ein Nomade gerade. Die Nomaden-Lifestyle gerade bei mir. Es wird lustig, wenn ich durch eine Stadt laufe, auf einer Linie, den Leuten das zu erklären, weil ich halt nicht auf irgendwelchen Straßen laufen werde und dann irgendwie zwischen irgendwelchen Höfen und Häusern. Warum? Warum macht man das? Nichts. Ja, ganz wichtig, oder was anders ist auf dieser Reise, ist, dass ich halt diese Linie laufe, quer durch die Mongolei und auf dieser Linie bleibe und eigentlich schnurschnacks geradeaus laufe. Und ich schaue gerade einfach, was auf mich zukommt, an Gelände zum Beispiel. Und wenn ich mal an einer Ortschaft vorbeilaufe, wie gesagt, es muss anders. Ich bin normalerweise jemand, ich mag es gar nicht so detailliert, etwas zu planen und lauf einfach planlos los und guck einfach spontan. Aber das geht jetzt hier nicht. Ja, ist halt eine ganz andere Herausforderung oder eine größere Herausforderung, weil ich halt komplett Offroad laufen werde, abseits von irgendwelchen Straßen. Und manchmal muss man halt den Berg hoch. Die Linie hier über Google Earth kann man wirklich genau schauen. Und ich werde halt vom Norden in den Süden laufen und dann die Karte mit meiner Uhr koppeln und kann mich dann halt navigieren. Wir fahren nach zu Florian. Florian ist jemand, der mir auf Instagram folgt und der hat sich bei mir gemeldet, als ich über mein neues Projekt gesprochen habe in der Mongolei. Er und seine Frau, und die kommen aus der Mongolei, Florian ist aus Deutschland, seine Frau ist aus der Mongolei. Und er hat mir einfach seine Hilfe angeboten, falls ich irgendwas bräuchte. Und da habe ich nicht lange nachgedacht, habe ihn dann einfach kontaktiert, um einfach mal mit ihm zu sprechen, ein paar Fragen zu beantworten. Und jetzt haben wir uns entschieden, uns zu treffen. Ich werde ihn dann einfach kennenlernen und nochmal einfach ein paar Informationen holen über die Mongolei. Ist das Wetter dort? Ich bin bald da, in ein paar Tagen. Ja. Der Weg war super, super schwer, Countryside. Ja. Die letzten zwei Tage hat es nicht. Es ist warm, so viele Mücken. Oh nein. Und ich hatte Lebensmittelvergiftung. Ich habe sowas eigentlich nicht, aber diesmal hatte ich das tatsächlich. Was passiert, also damit du das weißt, in der Mongolei ist es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber sobald du von der Stadt zu irgendeiner Heimat von jemand anderem fährst, also ein paar hundert Kilometer, ändert sich das Wasser. Okay, und ja, ich nehme... Sogar Mongolen vertragen es nicht. Mongolen, die in der Countryside sind und in die Stadt kommen, die haben dann sogar, ja, Durchfall. Ja, aber ich habe da wirklich eine Phobie fast schon gegen Trinkwasser in anderen Ländern. Das war in Peru auch schon so. Da habe ich mir die Zähne geputzt mit dem Wasser und war dann tagelang auch krank. Aber er wird dir halt sagen, wenn die Strecke wirklich richtig gefährlich ist und er sagt, hey, der Fluss ist zu gefährlich, müssen wir anders machen, dann ist... Ja, das ist klar, das ist sogar auch für uns eine Hilfe. Ich werde halt jeden Tag eine Ultramarathon-Distanz laufen und das ist dann unsere Tagesetappe jedes Mal. Und dann werden wir also eigentlich immer draußen übernachten, wir haben Zelte. Wir müssen ja auch alle essen und wir werden das so machen, dass wir, bevor es losgeht, ganz viel einkaufen, ja? Ja. Und wenn auch, das ist auch meine Frage, wenn vor Ort in Ulaanbaatar, wahrscheinlich gibt es ganz viele Outdoor-Geschäfte, brauchen einen Gaskocher. Ja. Und dann werden wir auch selber Essen zubereiten. Ja. Wir wissen noch gar nicht, wie viele Tage es genau werden. Ich weiß noch nicht, wann ich fertig bin mit dem Lauf, aber es werden so, keine Ahnung, es kann 2 Wochen sein, es kann auch ein paar Tage länger oder weniger. Kommt drauf an, wie schnell ich unterwegs bin und wie herausfordernd Mongolei für mich ist. Irgendwelche gefährliche Tiere? Keine wilde Tiere oder so, was mich angreifen kann. Nein. Nur ab und zu siehst Wolf. Wolf, ab und zu vielleicht. Okay. Wolf, ja. Wenn du Glück hast, siehst du. Ja, es ist halt riesen Temperaturschwankungen bei euch. Ja, ungefähr jetzt, ungefähr 25 Grad. Aber ums Regen und es ist. Zurzeit geht's. Also teilweise hast du pro Tag von morgens bis abends 30 Grad Unterschied. Die Tage gibt's auf jeden Fall, aber zurzeit hast du. Was Temperaturschwankungen angeht, auf jeden Fall einen guten Zeitraum.
Ich will nicht sagen, ich habe es unterschätzt, aber es ist echt nicht einfach.